Ja, herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge FIFA 15 Pro Club. Und wir müssen uns jetzt gerade ganz schön beeilen mit der Anmoderation, denn es geht auch schon direkt los hier ins erste Spiel. Und warum? Das kann vielleicht mal der Benny erklären, der ist nämlich zusammen mit dem Chris auch am Start. Ja, hi erstmal. Hallo zusammen. Ja, Chris sagt auch hi. Warum? Weil wir nicht wussten, dass wenn man den Gegner gesucht hat über Freundschaftsspiel, dass man dann direkt ins Spiel reingeht. Und deswegen sind wir jetzt gerade ein bisschen überrascht. Und Das Besondere ist, dass wir heute quasi keine Ligaspiele spielen. Ui, guck mal, habe ich direkt den Ball. Dass wir keine Ligaspiele spielen, sondern dass wir Freundschaftsspiele gegen Abonnenten spielen. Haben das über unsere Facebook-Seite... Oh, guck mal. Oh, ich habe den jetzt leider die abgenommen. Oh! Irgendwie bin ich der Grüne? Jetzt. Ja, du bist der Grüne. Flank. Ja, habe ich, aber irgendwie hat das nicht gemacht. Ja, wir hatten die Möglichkeit über Facebook quasi einen Slot gegen uns zu bekommen und wir werden heute 3 Spiele gegen Vereine von Abonnenten machen. Richtig. So, und jetzt Georg, bist du gefragt? Hä? Traumecke wieder. Also, Alter, ich sag euch, letztes Mal aufgehört hast. Ich werde richtig failen, habe ich das Gefühl. Das ist voll komisch, ey. Ich habe nämlich seit ungefähr 6,5 Wochen jetzt nicht mehr gespielt, weil ich einen Gips hatte. Also habe wirklich kein einziges Spiel gemacht. Das ist mein erstes Spiel seitdem. Und es ist richtig mega strange. Er sollte jetzt schon die Ausreden, guck mal. Ja, es ist gerade mega strange. Das hatte ich ja noch nie, ey. Krass. Ich bin kurz. Die Grafik ist der Hammer, ne? Ben kommt mich umzulaufen. Ja. Jetzt. Oh, schön. Die spielen übrigens, soweit ich weiß, Liga 1, unsere Gegner gerade. Ernsthaft? Krass. Ja. Ja, wir auch. Bald, ja. Ja, danke. Nehme ich. Bring mal rein einfach. Ja, oh, jetzt geht's schon wieder los hier mit den Fives. Das ja. Oh, der, also Benny, du willst schon ein bisschen angeben, habe ich das Gefühl. Ich wollte eigentlich einen Elfmeter holen, aber... So. Ja, hat nicht ganz geklappt. Schöne Antizipation. Nehmen wir weiter. Ey, das ist ein Schiedsrichter. Hast du. Lass mal ab. Oh. Dass das kein Foul gegeben hat, also zumindest so vorteilmäßig. Ja. Finde ich ja richtig strange. Ist ja doch schon jetzt eine Weile her, die letzte Pro Club Session. Aber nicht, weil wir zu faul waren, sondern wie gesagt, ich konnte nicht spielen. Und zu faul ist doch auch ein Faktor gewesen. Terminlich haben wir es nicht. Immer. Oh ja. Geh und ein weiter. Oh ja, komm, mach ihn! Ja, komm! Nein! Ja! Nein! Oh, was ist denn mit euch los? Zweimal das leere Tor nicht getroffen, ey. Erstmal noch. Ja, das leere Tor, aka zwei Spieler liegen flach vor mir und der Torhüter ist ein Tor. Halb leer. Nimm es halt so, ich bringe ihn jetzt einfach mal rein. Georg Special League. Ja. Nein, war gar nicht mal so schlecht. Ja, nee. Schade. Oh, schade. Aber 8 Leute sind es nicht, ne? Habe ich jetzt auch nicht das Gefühl. Aber das ist ja total strange, dass es nicht mal irgendeinen. Hast du gut verteidigt, Georg? Ja. Also kann man sagen. Also. Ja! Ja! Gut. Die haben halt auch viel bessere Pros als wir. Ja. Gut. Da stehen auf jeden Fall, alle sind da auf jeden Fall irgendwo. Alle sind da, aber nicht da, wo sie hingehören. Ja, ich war gerade am Erzählen, es tut mir leid. Wir machen noch eins. Wie immer. Versprochen. Oh! Ja, jetzt aber. Jetzt? Ein weiter? Oh, super! Bam! Nice! Sauber. Ja, hast stark gemacht. Danke. Ja. Woo! Guck mal hier, guck mir die Augen, Baby! Ich ihn halt abgenommen hab. Zack. Sehr schönes Ding. Kannst wieder nicht wegdrücken. Das Problem hatten wir letztes Mal schon mal. Erinnere ich mich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Liegt daran, dass ich eben gerade die Folge nochmal gesehen habe. Hast du die ganze Folge nochmal reingezogen? Nein, oder? Nee, aber... In Erinnerung geschwelgt, wie schön es doch damals war. Nee, keine Sorge, ich gucke mir keine Videos von uns an. Weinen vorgesessen. Also zunächst mal geht es hier auch vor allem um den Trainingseffekt und jetzt nicht so sehr um die Ergebnisse. Chris, das kennst du ja aus der Vorbereitung, ne? Ja, das kenne ich. Ja, Chris spielt nämlich auch so Fußball. Ja. Ja, ich auch. Deswegen ist er auch heute zu spät gekommen im Übrigen. Ein bisschen.
So, dadurch, taktische aber Besprechung. Da kann ich ja nichts für, wenn der Trainer überzieht. Der Trainer überzieht. Ja, ist wie, so. Wie die Lehrer damals in der Schule. Normalerweise wäre um 9 Schluss ist dann, wenn ich es sage und nicht, wenn die Klingel läutet. Ah ja, die kennen wir alle, die Lehrer. Ja, ich nicht. Ach so, bei euch war immer Punkt Klingel Schluss, oder was? Ja, schon vorher, wir sind vorher gegangen. bei denen auf der Schule war Schluss, wenn die Schüler gesagt haben, ist Schluss. Ja, so ist das. Das hat mir Malte... So ist das im Ruhrpott. Das hat mir Malte im Urlaub erzählt, dass sie gegen Ende der Stunde dann immer schon angefangen haben, den Lehrer unterbewusst zu beeinflussen, indem sie beispielsweise die Schiefermappe, den Reißverschluss absichtlich immer wieder auf und zu gemacht haben und so, um halt Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Oder dann solche Sprüche kamen wie, na gut, okay, in diesem Sinne und so. Und damit der Lehrer dann Schluss macht. War also auf jeden Fall amüsant. Normal eigentlich. Also 5 Minuten vor Ende ist er erst aufgestanden. Also ich kenne das auch mit so Mäppchen auf zu machen, aber einfach aufstehen und gehen kannte ich jetzt noch nicht. Natürlich auch eine Möglichkeit. Oder auch erst gar nicht zur Stunde gehen, da müssen natürlich alle mitziehen. Nein, wir wollen ab und zu keine schlechten Tipps geben. Ja. Das wollten wir aber auch ab und zu mal raushauen und dann gab es immer diese 2-3 Leute, die genau, mitgemacht genau, haben. Genau, immer die 2-3 Moralapostel. Ach, das waren noch Zeiten, ne? Ja, aber bei Benny ist es ja schon ein bisschen länger her, bei mir mittlerweile auch. Ich wollte gerade sagen, wenn wir das so sagen, das klingt dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Bei mir, da war das im vorigen Jahrhundert. Ja, da war es noch, da gab es die DDR noch. Also. Bist aber du eigentlich im Westen oder im Osten groß geworden, Benny? Ja, im Westen, oder? Ja, und dann macht er immer Ostwitze über mich. Chris, man merkt, dass du auch häufiger wirklich nicht zur Schule gegangen bist. Genau, ne? ich hatte Geschichte-Leistungskurs, wenn ich das mal eben bemerken darf. Hatte ich übrigens auch. Ja. Gut, haben wir auch genug über Schule geredet, glaube ich. Finde ich auch. Ja, sonst sitze ich, also wenn ich auf der Couch sitze, dann so bestimmt, weiß ich nicht, 3-4 Meter? Boah, krass, könnte ich nicht. Oder hast du so eine Riesenglotze? Ja, was heißt Riesenglotze? 32 Zoll, glaube ich. Oh ne, mittlerweile sind es 37, glaube ich. Wird größer bei der Zeit, der Fernseher? Ja. Der wächst noch. Weißt du? Der ist noch Chris, jung. Chris, ich zieh da immer dran. Chris, du musst die Fruchtzwerge selber essen und nicht den Fernseher irgendwie auf den Bildschirm schmieren, ne? Chris, na, ich habe das Gefühl, das wird eklig. Okay. Chris hat uns nämlich eben noch erzählt, wie er jetzt gerade am Fruchtzwerge essen ist. Ja, ich. Für die nötige Regeneration und Energie. Was ist eigentlich in den Fruchtzwergen so drinne von Nährwerten? Gute Sachen. Gute Sachen. Also muss ja gut sein. Ja. Ich glaub, da ist Milch drin. So, sehr gut, da wird der Gerke damit mal ordentlich platt gemacht. Ja, das ist gerade nicht ganz so cool. Oh, nein! Boah, abseits. Aber da kam der Keeper auch raus, immer rausgehechtet. Diese Querbälle spielen die ganz gerne, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja. Jetzt. Rückraum. Oh, schade. Ja, das gibt's Spiel. Oh, was ist das denn? Das sollte eine flache Flanke werden. Ach so, das war es auch fast. Ja, ist nur das Gegenteil geworden. Es war eine extra hohe Flanke. Tono liegt auch fast, so. Ne? Ja, dir ist auch schon Bart gewachsen wahrscheinlich, ne? Boah. Ey, sag mal! Wie will sie mich zusammentreten, wie... Also... Das finde ich auch nicht nett in so einem Freundschaftsspiel hier, muss ich mal klar so sagen. Nicht. Da so hohes Verletzungsrisiko zu gehen... Weiß ich nicht, ist nicht die feine. Das ist ein guter Ball, wenn man auf das Spiel verlieren möchte. Der geht weg. Ja, nice. Komm, guck mal, hier auf der anderen Seite. Ja, Spiel. Oh! Ja! Pass auf, Chris, jetzt es liegt an dir. Oh Gott, du hast wieder keine Ausdauer mehr, Chris! Alter, war das schlecht? Oh mein Gott. So, bei mir läuft eine Anzeige runter bis zum nächsten Spiel. Keine Ahnung, ja, bei mir auch. Das war ein Antritt, oder? Ja. Ach Gott. Wir haben übrigens gegen die Bomber gespielt. Das nur noch so am Rande, wie ihr es da auch sehen könnt. Ja, es sind jetzt aber eigentlich die Nächsten dran, insofern. Ja, genau, beenden. Gut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an die Bomber. Hat trotzdem Spaß gemacht. War eine enge Kiste. Ja, Grüße an die Jungs. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und sehe ich auch so. Vielleicht nicht das letzte Mal gewesen, ne? Ja, ich denke, wir werden so eine Aktion noch öfter machen. Insofern, wenn ihr da auch drauf Bock habt, dann haltet einfach mal Ausschau auf Facebook, wann wir mal wieder eine Ankündigung machen, dass wir Pro Club spielen gegen euch.
Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich, wenn es gegen das nächste Team geht. Es geht los. Da sind wir auch back mit dem zweiten Spiel und zwar gegen die Forgotten Ones. Forgotten Army, Hashtag Forgotten Army, meine liebe Freunde. Richtig, ja. Ich hoffe, es wird kein Spiel zum Vergessen. Es ist ja unfassbar. Also wenn es so weitergeht, huiuiui, dann wird das auf jeden Fall... Ey, die haben auch erstmal zwei Dudes Spiel. Mit Afro, ey. Das kann ja was werden. Lol. Oh, der wäre fast durchgegangen. Ja, Kneddelbeck, den kenne ich sogar. Ich glaube, ich habe mal gegen den Wagers gespielt. Kneddelbeck, mein lieber Freund. Bist du das wieder? Was ist das denn für ein Pass? Das weiß ich auch nicht, das frage ich mich auch. Da, Kneddelbeck. Hat er. Ah, Katze. Ohne Probleme. Hier kriegst du Leute. Oh, das ist. Ja, ich muss anscheinend ein bisschen aushelfen da hinten. Hat aber nichts gebracht. ich kam so schnell nicht nach hinten. Abseits. Oh, da hat er abgebrochen. Das sehen die auch, brechen ab. Also da scheinen mir richtig erfahrene FIFA-Spieler zu sein. Aber dafür haben wir den Gillette im Tor. Kann nichts passieren. Gillette Abdi. Abdi. So, jetzt Kneddelbeck auf dem Außen. Ah, ah, oh. Ja, gut. Ja, gut. Das, Ah, MK. Was war das denn bitte? AMK. Was? So heißen die. Abkürzung zumindest. Oben. Das gerade nicht. Ich glaube, ich hatte noch manuelle Wechselhilfe drin. Jetzt von hast Malte, das letzte Mal, wo ich gespielt habe. Oder was Ernsthaft? Heißt ich glaube, ja, ich habe es gerade umgestellt. Nein. Oh. Das ist natürlich bitter. Das zählt nicht. Lass rein. Warum ist das bei diesem Account so? Das verstehe ich nicht. Auf dem hat Malte gar nicht gespielt. Ja, und jetzt klappt es direkt nicht mit der Flanke. Ja, ist halt echt so. Rematch. Restart. GG Noré. Wir machen noch eins. Hast du. Ja, oh. Ich auch. Schön. Mach's alleine? Ja! Ja! Nice! Woo! Was ein Ding! Der Skiller hier. Ja. Das war schick, muss man ja mal so klar sagen. Na, komplett schwindelig. Der wusste gar nicht mehr, was los ist, der Afro. Der 99er wusste aber auch nicht, wo er laufen soll. Ich hab der Roulette hat gar nichts gebracht, außer dass ich mich einfach auf der Stelle gedreht habe. Ja, und er war komplett verwirrt und hat sich gleich mitgedreht einmal. Ja. So. Den wird er sein Leben nicht vergessen im Moment. Ja, definitiv nicht. Also definitiv kein Spiel zum Vergessen. Ja. Richtig. Oh, Benni, deswegen hatte ich ja auch das mit dem, den wird er sein Leben nicht vergessen erwähnt. Ja. Bitte kein Abseits. Nee, ich stand drin, glaube ich, aber Benni nicht. Oh! Mann. Was zur Hölle? Warum nimmt... Achso, ich bin Rechtsfuß. Ah, fuck. Ich dachte... Linksfuß meinst du, oder? Ja. Nee, ich dachte, ich bin Linksfuß. Aber den hätte er auch mit links schießen können, also. Ja, das Ding ist, ich habe vorhin einen Außenrissschuss eingestellt und deswegen hat er jetzt einen Außenrissschuss gemacht. Oh. Ja, ich muss klar sagen, ich hatte die Chance zur Führung auf dem Fuß. Ja, also... Ja. Nur auf dem Schwachen halt. Ab und zu darf das mal passieren. Aber auch nicht zu häufig, ne? Nee. Also dann brauchen keinen zweiten Chris da vorne. Also bis jetzt meine Chance ist bei der gut. Null Chance, null Tore. 100%. Scheiße. Oh! Die Grätsche hat ihn noch irritiert. Ja, auf jeden Fall. Hätte er jetzt halt eine Schusstäusche oder so rausgehauen, dann hätte er mich richtig alt aussehen lassen. Dann hatte ich ja auch fast gerechnet. Lass ihn mir doch. Wie das läuft. Ich weiß auch gerade gar nicht. Ich konnte nicht, der hat die Ballannahme so hart verkackt. Ja, ich hab's gesehen. Oh, scheiße, dass er den so gut dann auch an den Fuß bekommt gerade. Macht er wieder gleich. Sehr gut. Schade. Ach komm, ey, das ist doch nicht dein Ernst. Wie lucky. Stand genau drin. Ja, gut, okay. Nicht aufregen. Sind noch ein paar Minuten auf der Uhr. Passiert. Der Walking Dead. Ja, hab ich auch. Ja. Oh. Die Idee war richtig geil.
Nur der Spieler hat ihn leider nicht mit nach vorne mitgenommen, sondern ja, in den Stand. Gesehen. Aber die Idee war super. So, jetzt mach ich hier nochmal, hau ich eine richtig heftige Ecke raus. Oh. Der macht, der macht einfach keine Ballrolle, ist okay. Kann er wahrscheinlich nicht. Oh, die haben auch dann, immer so eine richtig so miese Eckentaktik, also, Georg. Das war super. Ja, sorry, also ich stehe mit dem Spieler und dem Torwart da. Weiß ich nicht. Tut mir leid, aber. Ne, da mache ich ja keinen Vorwurf, aber die Ecke, die war natürlich grandios. Ja. Der ist super, wie der Spieler ihn abblockt, den Schuss, Alter. Das ist doch nicht sein Ernst, Mann. Ach Gott, ey, haben wir ein paar Würste da. Also 4-1 wäre echt hart. Ja. Wir können das noch gewinnen. Gewinnen nicht, aber. Also lustig finde ich es gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Ach Gott! Ich hab ganz kurz, also einen kleinen Moment an den Rage Quit gedacht gerade. Was für behinderte Tore, ey. Also das war jetzt nicht so schlecht rausgespielt, das nicht, aber einfach, dass der Verteidiger den Ball nicht wegköpft, sondern so, ach, da fliegt ja die Flanke, naja, lass ich mal durch. Komm, lass uns mal konzentrieren, wir wollen hier wenigstens mit Ehre aus dem Spiel rausgehen, ja. Soweit es noch möglich ist. Ach, ist doch auch nicht so schlimm, wenn wir mal eins verlieren. Boah, das ist rot. Spielabbruch 3-0 für uns. Jawoll, ciao, grüß dich, Bruder, raus. Ja, bye, bye. Mickey, also für die Frisur hätte ich ihm auch schon die rote Karte gegeben. Meine Herren. Was machen wir? Soll ich ihn reinschießen? Sag Bescheid, ich schieße ihn einfach rein. Ich mach das. Ja. Mach Georg auch. Ich hab einen Vollspann. Ach, ich hab noch keinen Vollspannschuss freigeschalten. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon. Daran liegt's. Nee, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon. Die Diskussion, warum der so. Ja, genau daran liegt's. Ich meine, sonst kannst du ja auch gar nicht das Tor treffen. Nee, aber ich habe halt in dem Moment das gleiche gedacht. Es gibt deswegen. Die Spezialeigenschaft. Die Schusswaffen sind überall, aber die laufen heute aber auch. Ja, die Spezialeigenschaft. Ich bin ein bisschen eingerostet mechanisch, habe ich das Gefühl. Es gibt die Spezialeigenschaft. Das liegt an der Schraube in deinem Arm oder in deiner Hand. Die muss mal wieder ein bisschen eingeölt werden. Ach, das ist gemein jetzt. Ja. GG. Ja. Also, wenn man vielleicht das als Bewertungsgrundlage nimmt, mit wie vielen Spielern die Mannschaft das Spiel beendet hat, dann haben wir gewonnen. Ja, sehe ich genau aus. Weil dann auch alle gegen 10. Die haben auch alle da ihre Slim-Fit-Trikots an, also läuft bei der Forgotten Army auf jeden Fall. Gillette, Bruder, hast nicht rasiert in dem Game, das muss man ja mal ganz klar so sagen. 4 Buden reingelassen. Naja, gut, wir vergessen das Spiel dann. Gillette. Wir vergessen das. Der hieß halt ehrlich so, ne? Ja, hieß er auch. Er hieß Gillette. Gillette. Ja, ohne das E am Ende, deswegen nicht Gillette, aber. Benny, der hieß doch nicht Gillette Abdi, Mann. Amka. Ach man, ey. Naja, gut. Vielen Dank auch hier fürs Spiel an die Forgotten Army. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sag mal, geht's jetzt ins nächste Spiel? Ich hoffe nicht. Ich bin rausgegangen. Bei mir ist schwarzer Bildschirm gerade. Oh oh. Georg. Ich kann nichts machen, ich hab einen schwarzen Bildschirm. Hallo! Georg, hör mal auf! Ich hab's aufgenommen. Georg, es ist nicht lustig. Es ist, jetzt bitte, du machst gerade alles kaputt bei uns. Georg, bitte. Ich beende die Aufnahme gleich und dann bin ich raus. Ja? Gut, da sind sie Georg, still. Georg, alles, was wir uns mühsam aufgebaut haben mit diesem Verein, machst du gerade kaputt. Es geht los, oder noch nicht? Georg, hast du irgendwas gemacht? Ich hab die eingehende Einladung angenommen. Ah ja. Jawohl! Also, wenn wir mal gucken, wie der Verein heißt. Ja, lass mal das Intro laufen. DJK Ensheim. DJK. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hä, wie können die denn heißen? Also. DJK. Also, Boys, es geht gegen DJK Ensheim. Ja, was ist los? DJK Ensheim ist am Start. Ich glaube nicht, dass das deutsch ausgesprochen wird. Ich meine, die haben auch nur das Nationalmannschaft. Bestimmt nicht. Das ist doch bestimmt kein Symbol. Deutscher Verein oder so. Die haben einfach gedacht, komm, DJK Ensheim. Ich denke, der Georg hat recht. Das sind nämlich eigentlich Spanier. Das wird Spanisch ausgesprochen. Ja, wahrscheinlich. Wie denn dann, Benny? DJK Ensheim. Das sind Franzosen, Mann. Da wollte ich gar nicht hin, aber. DJW Ensheim.
Genau, DGW. Aber das K wird bestimmt W ausgesprochen. Da gehe ich von aus. Jetzt gib aber mal her die Murmel hier. Ja, sehe ich genauso. Hey, ja. Das sieht aus wie eine Frau. Kopf hoch, heißt er auch. Das muss ich mal aufbauen. Wieso hat er bitte eine 10,0 bisher? Was war das denn bitte für eine Aussage jetzt, Georg? Das ist nämlich alles auch nicht gerade verstanden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gelabert habe. Der sieht aus wie eine Frau. Kopf hoch heißt er auch. Ich hab gar keinen Plan, was ich überhaupt, was ich überhaupt damit meinte. Fuck, ey. Ich bin unten frei. Sollst du aber. Warum? Ja, weil du gesagt hast, du hast es nicht gesehen und du sollst es sehen. Ja, geh mal, verteidige mal hier. Die Frau hat ein Tor geschossen. Kopf hoch. Da hängen auch noch verschiedenfarbige Schuhe und Handstandjubel, Junge, das ist bestimmt der richtige Cheater, ey. Alter Vater. Ey, die Schuhe sehen crazy aus. Ja, die sehen echt heftig aus. Alter, der ganze Typ sieht crazy aus. What the fuck, ey. Da können die auch auf der Reeperbahn hoch und runterlaufen. Ja, ist echt so. Sehen die auf der Reeperbahn so aus? Ja. Alle, Chris. Dann nimmt keiner von uns. Ich verstehe es nicht. Die Pässe kommen so ungenau, das ist unfassbar. Die kommen einfach. Ei! Also. Ja, das war mein Fehler. Ja! Ich dachte schon. Ja, ich bin ein bisschen auf Tilt und bin zu aggressiv draufgegangen, wie man da schon sehen kann. Zack. Das war gar kein Draufgehen, da war einfach nur nach vorne laufen. Das war einfach am Vorbeilaufen. Naja, auf den Ball draufgegangen. Einfach mal vorbeigelaufen. Unser Torwart ist auch großartig, wirklich. Also wie er da seine Hand zur Seite streckt, unfassbar. Ja, sieht wieder gut aus für uns, also. Oh! So. Ja, okay, das war ein geschenkter Elfmeter, das muss man dazu sagen. Aber das habe ich wieder überragend rausgeholt auch, ne? Danke, den schieße ich dann ja auch. Der Gefaulte schießt nicht, ist doch eine ganz alte Regel. Guck mal, das ist Alexandra Pop. Heißt noch anders. Willst du den schießen? Ja, ich würde sehr gerne. Also okay. Benny, das muss ich sagen, der war sehr unlustig. Ich denke schon, dass das auch eine Anlehnung daran ist. Alexandru Pop soll, denke ich, wahrscheinlich Alexandra Pop heißen. Ja. Einfach nur falsch geschrieben, ne? Ich hatte gar nicht so unrecht mit meinen Spekulationen da, was Frauen angeht. Okay. So. Verantwortung lass es auf deinen Schultern. Du wolltest es. Jetzt ja. Musst du auch gerade stehen. Und mach hier nicht den Robben, ja? Was mach. Uiuiui, guck mal hier. Oh! Ja! Und da macht er. Junge. Mein Gott. Wie sah das denn von außen aus? Alter, voll heftig sah es aus. Bam! Keine Gnade. Also der hat sich auf jeden Fall einen Rücken gebrochen. Oh, guck mal, der andere Spieler! Guck mal, der hat sich auf jeden Fall gebrochen, Alter. Junge, ey, wie du den weggerungst hast, ey, heftig. Krass. Geil. Ich versuche jetzt auch echt mal, mich richtig zusammenzureißen und einen sinnvollen... Alter! Alter! Sinnvollen Spielaufbau rauszuhauen. Also ich habe das Gefühl, der ist ziemlich gut, der da diese Puppe da spielt. Jetzt kriege ich dafür eine gelbe Karte. Das ist nicht dein Ernst. Boah, ich dachte schon, da steht keiner. Ey. Dann habe ich mich aber ein bisschen aufgeregt. Oh, ist das ein geiler Ball. Ja, Mann. Machen allein jetzt. Ja! Ja! Nein! Und dann knallt er drüber. Alter, schade. Oh mein Gott. Fuck, ey. Aber der war echt klar drüber, ne, oder? Ja. Übel klar, 10 Zentimeter. Nee, der war echt mindestens 2 Meter drüber. Nein, sag... Was du da siehst wieder, Chris. Ja, so knapp war es wirklich nicht. Ah, das war fast sowas wie ein Angriff. Ja. Ja, könnte man schon fast so benennen. Okay, was ja, dann bleibt mein Innenverteidiger einfach mal liegen am Boden. Ja, ich glaube, ja, ist ein Elfmeter. Jetzt gibt er den Elfmeter. Also, mein Innenverteidiger bleibt am Boden, verletzt sich, dadurch kriegen wir jetzt einen Elfer. Heftig. Guck mal, das habe ich auch so gesehen. Ich glaube, ich halte den Elfer selbst nicht, wenn ich in der richtigen Ecke bin, ey. Weil ein bisschen Selbstvertrauen da. Der wird mir den so reinknallen, ey.
Komm schon, Georg. Du weißt, dass Elfmeter nicht so viel mit Können zu tun hat. Kopf hoch, Georg. Oh, ja. Oh. Jetzt wird's natürlich bitter. Und jetzt verarschen sie uns. Er lupft in die Mitte. Obviously. Boom! Alles noch drin. Och. Elfmeter. Elfmeter! Nein! Elfmeter! Guck mal, wie er fehlt! Das gibt's nicht! Junge, Junge, Junge. Jörg ist auf Tilt. Den hältst du nochmal. Ja, Georg, du schaffst das. Ah. Guck mal, wenn er jetzt nochmal verschießt, dann blamiert er sich richtig, ey. Nochmal ja. Die gleiche Ecke. Nee, lass mich mal machen, Jungs. Okay. Hast du eine Technik, ja? Ah, fuck. Naja, schalt sich für die andere Ecke. Hm. Ja, es, egal. Es sind noch 20 Minuten. Schade. Und mal wieder Zeit für eine heftige Eckenvariante, ne? Ja. Jetzt kommt gleich wieder die Ballrolle. Ballrolle zum Ballverlust. Oh, der Torhüter ist da. Oh, ja, das ist wahrscheinlich kein Elfer, ey. Jetzt ist es aber irgendwann noch mal so Glas voll. Mann. Das Glas ist voll, richtig. Der das Glas. Der Barkeeper ist da. Der Barkeeper macht seinen Job. Das Glas ist voll. Das Glas ist voll. Aber randvoll. Verdammte Axt. Ja, der war geplant, war geplant, war geplant. Da wird dann aber auch irgendwann mal mein Glas voll. Ah! Du hast schon gesehen, dass der Torhüter draußen war, oder? Ja, das habe ich gesehen. Gut. Aber unsere Spieler sind halt einfach nicht gut genug, um aus 25 Metern aufs leere Tor zu schießen. Ja, muss man dann auch klar so sein. Tor! Ja, oh! Ziel habe ich ja rausgeschnitten. Lol. Jetzt. Hm. Wir werden halt verarscht. Wir werden halt aufs Übelste verarscht. Wir können einfach nichts machen gegen deren fucking Torhüter. Und dann ist Apfel, willst du mich eigentlich verarschen? Mann. Ja, wir hätten das Spiel noch gewonnen, Georg. Ich bin davon fest. Nee, aber ein Tor hätten wir noch geschossen. Hätten den bestraft für seine. Für seinen Rauslauf. Nein, nein, wir haben ja nicht die Vorspannschussfähigkeit. Der Ball wäre nicht reingegangen. Ach Gott. Naja, egal. Hat trotzdem Spaß gemacht, Grins. Gegen DJ K. Enzer. Richtig, gegen DJ K. Enzer. Hey. Jungs, Grüße auf jeden Fall in eure Hood, da in Amerika oder England oder wo auch immer. Wo auch immer ihr seid, es muss ganz weit weg sein. Gut gespielt, Glückwunsch. Fresher Dorfname auf jeden Fall. Darf ich fragen, wann das Spiel hochgeladen wird? Gar nicht, wir haben verloren. Was ist bei dem denn? Obviously, das wird nicht so Zeit bei uns. Ja, also DJK ist eine sehr häufig auftretende Abkürzung. Ich weiß nur nicht, für was es steht. Also es gibt den DJK Sportverband. Und das ist ein katholischer Sportverband. Hast du es gerade gegoogelt, oder was? Warum lachst du da schon? Das erinnert mich gerade. Das erinnert mich gerade an diese eine Sache, die wir gegoogelt haben, die es dann auch tatsächlich gab. Das war doch auch was irgendwas mit katholisch. Irgend so eine Vereinigung so. Für. Katholisches Pferdebad oder ja, so. Genau. Katholische Pferdebadeanstalt war das. Und dann gab es da echt eine Facebook-Seite. Ach ja, könnt ihr ja mal googeln. Katholische Pferdebadeanstalt. Gibt's tatsächlich. Köln Südwest war es. Köln, auch, richtig, genau. Naja. Köln West oder Köln Süd oder irgendwie sowas. Ja, weil es obviously in Köln natürlich mehrere gibt, ne? Ist ja klar. Ja, die haben verschiedene Departments. Die haben die Stadt oder sich aufgeteilt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an den DJ aus Ensheim hier. War ein lustiges Spielchen. Georg hat richtig viel Spaß gehabt. Nee, es hat trotzdem Spaß gemacht. Also wir waren nach 6 Wochen mal wieder FIFA zu zocken, das bockt, egal wie es ausgeht am Ende. Wir waren auch richtig gut.
Eine bittere Pille teilweise. Ja, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, auch die sonst sich beworben haben. Vielleicht das nächste Mal einfach mal auf Facebook häufiger vorbeischauen oder am besten unsere Seite liken, da wir doch auch jetzt vorhaben, regelmäßiger wieder Pro Club zu spielen. Wie gesagt, durch den Gips, den Verband, hätte ich schon fast gesagt, den Georg jetzt hatte, ging das eine Zeit lang nicht so gut. Und ich denke aber, in der nächsten Folge werden wir dann nochmal schauen, dass wir das dann vielleicht unser anderes Ziel erreichen, was wir uns das letzte Mal vorgenommen haben, nämlich die Meisterschaft in Liga 9. Wir Richtig. Sind ja auch hier gerade dabei, ne, mit 2-0-0, hier ordentlich durchzumarschieren. So kann man es ja wirklich benennen hier in dieser Liga. Ja. Und dann, liebe Freunde, wenn unsere Pros ein bisschen besser sind, ja, dann gibt es nochmal auf jeden Fall eine Revanche. Also. Ja. Wenn zumindest die Ballannahmen mal besser sind. Ja, und auch, das wir müssen vielleicht, glaube ich, nochmal ein bisschen tüfteln an der Formation oder auch generell vielleicht auch so spielerisch FIFA-mäßig, weil das war irgendwie heute richtig das schlecht. Das war gar nichts, ja. Ja, das war null Spielidee, das muss man ja mal zugeben. Ja, ich bin raus, hau da rein, ciao, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören von mir. Also, ciao. Ist ja gar keine Facecam. Ja, dann auch auf Wiederhören, ja. Ciao. Alles klar, also wir hoffen, euch hat's gefallen. Ciao, ciao. Ja, oh ja. Stark, jetzt aber komm, Marie. Nein! Was schießt du da denn, Digga? Oh mein Gott.